Hallo an alle. Im Forum lese ich, mein Zahn reagierte nicht auf Kälte und deswegen schlug mir der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung vor. Stopp! Eine Nichtreaktion auf Kälte bedeutet, dass der Zahn nicht sensibel ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass er devital, also dass der Zahnnerv abgestorben ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt zum Beispiel einen Motorradunfall gehabt und da wurde der Nerv, der sensible Nerv, der den Unterarm versorgt, oder einer, der ihn versorgt, der Nervus ulnaris, verletzt. Ihr spürt die Hand nicht mehr so gut. Sie ist nicht mehr so gut sensibel, aber sie wird weiterhin durchblutet. Die Muskeln machen ihre Funktion, die Gelenke, die Hand ist noch vital. Das bedeutet also, wenn der Kältetest negativ ist, sagt es noch lange nichts über den Zahnzustand aus. Erst wenn man zum Beispiel auch im Röntgenbild Veränderungen sieht, die auf einen Zahnnervschaden hindeuten. Das kann sein eine Verbreiterung des Desmodontalspaltes. Das kann sein eine Behärtung an der Wurzelspitze. Das kann sein eine Wurzelresorption. Das sind häufig klassische Indizien, dass der Zahnnerv kaputt ist und dass eine Wurzelbehandlung gemacht gehört. Das sollte doch der Arzt wissen, werden jetzt vielleicht einige aufschreien. Ja, sollte er. Aber es ist nicht schlecht, wenn ihr das auch wisst. Mehr Köpfe, mehr Gedanken, bessere Behandlungsergebnisse. Schreibt mir eure Erfahrungen mit dem Kältetest. Danke fürs Zusehen, alles Liebe!